Profis unter sich, warum die Firma Gaggenau und das Küchenhus so super gut zusammenpassen, das zeigen wir euch in diesem Video. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenhus-Kanal. Bei unserem Thema Kaufberatung stellen wir euch heute ein bisschen näher die Firma Gaggenau vor. Die Firma Gaggenau ist ein richtig hochwertiger Hersteller von Einbaugeräten. Obwohl sie schon seit längerem zum Bosch-Siemens-Konzern gehört, haben sie sich ihre Eigenständigkeit behalten. Sie produzieren wirklich auf höchstem handwerklichen Niveau. Wir zeigen euch in der Ausstellung einmal die Features, die die Geräte haben. Und ich sage euch auch, warum der Unterschied zu den normalen Standardgeräten von Siemens, Bosch oder Neff besteht und was ihr beachten müsst bei Gaggenau bzw. auch erwarten könnt. Ihr kommt ins Küchenhus, weil ihr das Besondere erwartet, und wenn ihr Gaggenau Geräte kauft, dann dürft ihr erst recht das Besondere erwarten. Denn da kommt die Profiware zusammen zu der Profiberatung und der Profimontage vom Küchenhus. Die Firma Gaggenau ist ein uraltes Unternehmen. Es wurde im 17. Jahrhundert, 1683 gegründet. Damals wurden Nägel geschmiedet. Das war also eine einfache Nagelschmiede. Aber auch damals hat sich die Firma schon einen Namen gemacht mit einer besonders hochwertigen Qualität. Und das Unternehmen entwickelte sich immer weiter und wurde im 19. Jahrhundert zu einem Email-Spezialisten. Da rührt dann natürlich auch her, dass sie sich das bis heute behalten haben. Und jetzt wisst ihr, warum unter anderem der Backofen blau ist. Das ist nämlich eine ganz spezielle Email-Beschichtung, die ist 3 mm dick. Das ist ungefähr doppelt so dick wie die Email in normalen Backöfen. Die kann die Hitze viel besser speichern. Die ist viel weniger empfindlich gegenüber Rissen. Das ist das, wovor die Backofenproduzenten immer Angst haben, dass die Email reißt. Der Backofen hier heizt im Normalbetrieb bis 300 Grad auf, im Bereich der Pyrolyse bis 485 Grad. Die Backöfen von Gaggenau haben immer Pyrolyse. Es gibt keinen ohne. Diese Selbstreinigung funktioniert wirklich tadellos, einwandfrei. Das macht richtig Spaß, habe ich gerade schon gesagt. 485 Grad wird das heiß, wenn die Pyrolyse läuft. Mit ein Grund deswegen, warum Gaggenau dazu rät, benehmt bitte nicht die Auszüge, weil die Temperatur bei der Pyrolyse ist so hoch, dass auch diese Technik darunter leiden würde. Im Jahre 1987 hat Gaggenau übrigens diese Pyrolyse erfunden und sozusagen salonfähig gemacht für die Backöfen im Privaten. Der Tenor war immer Profitechnik für den privaten Haushalt, und das haben sie bis heute beibehalten. Und es ist, wie gesagt, nicht nur ein farbliches Blau, weil die sich absetzen wollen, sondern es ist ein besonders hoher Kobaltanteil in dieser Email drin, und da kommt diese enorme Härte her und diese enorme Resistenz gegen Hitze. Wie ihr seht, ist der Backofen seitlich angeschlagen. Man kann ihn rechts oder links Anschlag bekommen. Das ist jetzt der BOP 220102 Rechtsanschlag. Der andere heißt dann 220202. Die Bedienung erfolgt über das Modul im oberen Bereich in der Mitte des Backofens. Der linke Hebel ist für die verschiedenen Heizarten zuständig, derer es 9 gibt bei dem Backofen, und rechts verstelle ich dann einfach die Temperatur. Ich habe eine Infotaste und kann dann abrufen, welche Temperatur ich gerade habe. Und ich habe auch die Möglichkeit, meine Programme einzustellen, hoppla. Und kann auch individuelle Programme hinzufügen. Das Gerät hat innen drin eine Beleuchtung von 60 Watt Halogen. Das heißt, ich habe immer einen super Blick auf mein Backgut, was ich darin zubereite. Natürlich sind auch die Backbleche in der blauen Kobalt-Email beschichtet. Wie gesagt, gibt es Auszüge als Sonderzubehör, wird von Gaggenau nicht unbedingt empfohlen. Kann man machen. Ich würde es persönlich auch machen, weil es einfach komfortabel ist. Und wenn ich halt die Pyrolyse laufen lasse, würde ich es kurz rausnehmen. Thema Pyrolyse nochmal dazu. Aufgrund der hochwertigen Emaillierung
kann man die so oft machen, wie man möchte. Die meisten anderen Hersteller sagen maximal 4-mal im Jahr, weil es eben eine solche Belastung für die Backofenmuffel ist, dass die davor zurückschrecken, das öfter zu benutzen. Bei Gaggenau kein Problem. Immer wenn er dreckig ist, der Backofen, einfach die Pyrolyse an und reinigen lassen. Ein ganz besonderes Feature bei Gaggenau ist dieser schöne Schamottstein, auch Pizzastein genannt. Dieser tolle Stein hat zwei gute Seiten, also nicht eine Ober- und eine Unterseite. Da kann ich mit dem extra Hitzemodul, was ihr hier unten seht, das ist die spezielle Unterhitze. Der Backofen heizt sich auf 300 Grad auf. Natürlich heizt sich auch dieser Stein auf 300 Grad auf. Und dann kann ich tatsächlich, ohne dass ich nachheizen muss, mehrere Pizzen oder Flammkuchen oder Sachen in der Art auf diesem Stein backen und sie werden alle knusprig, kross und wunderbar. Natürlich tropft da Fett drunter oder Tomatensaft oder irgendwas und das zieht auch in den Stein rein. Das sieht aber nur unschön aus. Es hat keinen Einfluss auf die Funktion. Bitte, bitte, bitte wascht diesen Stein nicht nass ab. In die Spülmaschine überhaupt nicht, auch nicht mit Fließenwasser, nichts, einfach so lassen, abkratzen und gut ist. Der hat ja, wie ich schon gerade sagte, zwei Seiten. Nehmt die eine immer zum Backen und wenn ihr nicht backt, dreht ihn um und habt die schöne Seite oben. Dann ist es auch für beide Seiten gut. Der passende Dampfgarer von Gaggenau ist der BSP250101. Auch natürlich mit Rechtsanschlag, auch natürlich in Anthrazit. Es gibt den aber auch noch in einem helleren Farbton. Und was ihr jetzt hier seht, ist, dass die Bedienung oben ist. Das ist die 200er Serie von Gaggenau. Die High-End Serie, die 400er Serie, hat die Möglichkeit, das Bedienmodul von dem Dampfgarer auch nach unten zu setzen, was dann eine besonders schöne Optik in der Küche bietet. Es ist nicht nur ein Dampfgarer, es ist ein Dampfbackofen. Ich kann also dünsten, dämpfen, backen, garen. Ich habe ein 3-Punkt-Kernthermometer. Ich kann Sous-Vide garen in dem Ofen. Ich kann, wie gesagt, ganz normal dünsten. Ich habe hier eine 1,6 Liter Frischwasser und eine genauso große Abwasserschublade. Die 400er Serie der Dampfbacköfen von Gaggenau müsste dann oder hätte dann einen Festwasseranschluss und Abfluss. Da ist dann etwas mehr Installationsaufwand vonnöten. Passt aber natürlich auch zu der Funktion dieser Profigeräte, dass man dann nicht mehr diese Schubladen tauschen muss. Der Backofen kann im Umluftbetrieb bis auf 230 Grad aufheizen, hat einen 2000 Watt Heizstab, TFT-Display, 50 Liter Garinhalt. Es ist also quasi auch ein Backofen alleine für sich schon. Natürlich ist die Kombination Dampfbackofen und normaler Backofen viel komfortabler und noch multifunktionaler einsetzbar, aber rein theoretisch würde auch das Gerät alleine schon genügen, um richtig gut über die Runden zu kommen. Der Dampfbackofen wurde übrigens 1999 von Gaggenau auf den Markt gebracht für die private Küche. Natürlich gab es das vorher schon, aber im Profibereich. Seit 1999 gibt es einen Dampfbackofen auch für den privaten Haushalt. Normale Dampfgarer gab es auch schon vorher, aber der Dampfbackofen eben seitdem von Gaggenau. Gaggenau ist übrigens ganz nebenbei gesagt auch noch der Erfinder der Kochstellenabzüge. Die haben damit angefangen und ein großer süddeutscher Hersteller hat das dann auch funktionsfähig weiterentwickelt und so richtig massenhaft unters Volk gebracht. Jeder weiß, wovon ich rede, es ist die Firma Bora, aber erfunden hat es eigentlich die Firma Gaggenau. Und sowohl den Bora-Kochstellenabzug als auch den Gaggenau-Kochstellenabzug könnt ihr in unserem speziellen Kochstellenabzug-Video anschauen. Den haben wir ja hier nicht in dieser Küche verbaut, deswegen bitte das extra Video dafür schauen. Ganz besonders praktisch ist die Funktion der Programmierung für die Automatikprogramme. Ihr könnt also bei Gaggenau die Programmierung, die ihr haben möchtet, selbst gestalten. Ihr könnt euch also euer Programm für welches Gericht auch immer ihr mögt zusammenstellen, das abspeichern und habt dann für das nächste Mal euer Automatikprogramm mit einem Knopfdruck zur Hand. Der Kühlschrank RC2823-06 von Gaggenau ist ein 178 cm hohes
Gerät, wo wir nur Kühlraum haben. Aber der obere Bereich mit 230 Litern ist tatsächlich nur fürs Kühlen und der untere Bereich mit ca. 60 Litern ist die sogenannte 0-Grad-Zone. Auch hier in dem Bereich, im Gegensatz zu anderen Kühlgeräten, haben wir super gelagerte Rollenauszüge. Es ist von der Haptik her alles viel schöner. Wir haben Aluminium-Einsätze in den Türablagen. Bei der 400er Serie, bei den Kühlschränken, sind diese Ablagen zum Beispiel auch aus massivem Aluminium komplett. Unter anderem ist dann auch die Rückwand komplett Metall, weil das natürlich viel besser die Kälte speichert und dort ein viel besserer Temperaturhaushalt in dem Gerät ist. Die Böden lassen sich relativ leicht verstellen. Es ist auch hier wieder das Aluminium-Element im hinteren Bereich. Wir haben eine Flaschenablage, die ich auch ganz leicht wegklappen kann, wenn ich den Stauraum anderweitig brauche. Es gibt übrigens auch Buchenholzablagen für Weinflaschen, in denen ich dann meine Weinflaschen lagern kann, damit die nicht durch den Kühlschrank rollen und eben adäquat untergebracht sind. Dieser Verstellknopf ist dafür da, um den Feuchtigkeitsgehalt im 0-Grad-Bereich zu regulieren. Für Fleisch und Fisch und Wurstwaren zum Beispiel auf den trockenen Bereich und für Gemüse und Obst auf den feuchten Bereich, damit die Waren eben nicht austrocknen und labbrig werden. Die untergebrachten Lebensmittel in der 0-Grad-Zone halten sich ungefähr 3 bis 4 Mal so lange, teilweise auch wirklich wochenlang. Wir haben natürlich eine elektronische Steuerung mit einem Warnsignal, falls ich die Tür nicht richtig schließe, und ich habe auch ein Element, das ich in der Türablage habe, damit mir meine Flaschen, die ich hier unterbringe, nicht umfallen. Da wird das Wackeln und das Stürzen der Flaschen damit vermieden. Der Stromverbrauch von diesem wunderbaren Gerät beläuft sich auf ca. 120 Kilowattstunden im Jahr, also auch wieder auf dem Niveau eines WLAN-Routers, den ihr sicherlich auch zu Hause habt. Die Energieeinstufung ist trotzdem auf D nach der Novelle der EU. Ich sage es immer wieder gerne, das Gerät war vorher A++, wird jetzt in D eingestuft. Und was ich noch dazu sagen möchte, 36 dB ist ein wirklich extrem leises Gerät, das wirklich auch nicht stört, wenn es läuft, wenn man in einer großen Wohnküche sich aufhält. Zu guter Letzt die Spülmaschine DF271100. Vor diesem schönen Gerät gehe ich auf die Knie. Es handelt sich um ein Maxi-Gerät, 86,5 hoch. Die Auszüge bei Gaggenau, wie gesagt, sind rollengelagert, wie eure Schubkastenauszüge auch. Letztendlich irgendwo die gleiche Technik und es läuft eben genauso geschmeidig. Das ist einfach schöne Handwerkskunst. Wir haben hier jede Menge verstellbare Elemente. Der Gläserhalter ist wunderbar, es sind überall Gummielemente dran für das Abstellen der Gläser, der hochwertigen Gläser. Überall ist Gummi als Schutz, als Puffer. Es gibt zig Verstellmöglichkeiten. Wir haben hier einen extra Sprühkopf für Backbleche, den man dann noch ansetzen kann, wenn man eben dann nur ein Backblech eben sauber machen möchte, was man nicht mit in den Pyrolysebackofen sauber machen kann. Das gleiche gilt für den Unterkorb, auch hier jede Menge Verstellmöglichkeiten, auch für hochstielige Gläser, für alles Mögliche, lange Messer, lange Kochgeschirre. Wir haben in diesem Gerät, was ihr nicht sehen könnt, leider weil es nicht angeschlossen ist, eine Beleuchtung innen drin. Alle Geräte von Gaggenau haben diese Innenbeleuchtung. Das Gerät hat einen Push-to-Open-Beschlag, das heißt, ich drücke einfach gegen die Tür, um sie zu öffnen. Leider kann ich auch das nicht vorführen, weil das Gerät nicht angeschlossen ist. Ist aber besonders interessant bei einer grifflosen Küche. In dieser Küche macht es natürlich keinen Sinn, deswegen ist es auch verzichtbar, dass es nicht angeschlossen ist. Das Gerät verbraucht nur 73 Kilowattstunden auf 100 Zyklen, das heißt 0,73 Kilowattstunden pro Waschzyklus. Es passen 12 Maßgedecke rein. Er ist wirklich sehr leise mit 42 dB und was habe ich noch vergessen? 6 Programme mit 3 Optionen. Das heißt, ich habe ein super Schnellprogramm. 57 Minuten inklusive Waschen und Trocknen. Das Gerät hat ein Zeolith-System. Das heißt für euch, dass auch wenn
ihr viel Plastik zum Beispiel im Gerät habt, wird es trotzdem wunderbar trocken, weil durch diesen Zeolithkristall die Feuchtigkeit aus der Luft gesogen wird und es regeneriert sich automatisch selbst beim nächsten Spülgang, sodass es auch wartungsfrei ist mit diesem Zeolith. Eine wunderbare Hilfe für die Trocknung in der Maschine. Alles in allem, das ist das Standardgerät von Gaggenau. Das Topgerät bietet noch viel mehr Features, zum Beispiel eine komplett flächige Rückwandbeleuchtung. Das heißt, euer Geschirr wird wunderbar in Szene gesetzt, wenn ihr die Tür öffnet. Im Übrigen könnt ihr bei Gaggenau aussuchen, ob ihr als Betriebsanzeige einen Lichtpunkt auf dem Boden haben wollt oder die Anzeige der Restlaufzeit. Also Gaggenau kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr Wert auf das Besondere legt. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach, da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!